So, da sind wir schon bei der nächsten Aufgabe, nämlich Besuche im Verlauf eines Matches Lazy Lake und Slurpee Swamp und fahre dabei ein Motorboot. Jetzt ist natürlich die Frage, müssen wir die Strecke dann mit dem Boot komplett durchfahren oder reicht es, wenn wir da nur landen und dann rübergehen und dann in das nächste Boot steigen? Wir probieren es einfach aus, durchzufahren. Also, dann, ich hoffe wirklich, ich kann euch genau zeigen, wie das Ganze funktioniert. Lasst mir gerne dafür natürlich ein Like da und wenn ihr wollt, natürlich auch gerne ein Abo, denn ihr werdet bei mir keine Aufgabe verpassen. Selbst die einfachste Aufgabe findet bei mir einen Weg zu euch. So, dann kurze Info an alle. Wir machen derzeit eine Skin-Verlosung. Guck einfach mal in der Videobeschreibung oder oben rechts in der Infobox oder ganz am Ende im Video, da wo du abonnieren kannst. Also gerne das erste abonnieren, dann Video gucken. Und dann ist eigentlich alles in Ordnung. Wie gesagt, einen legendären Skin gibt es da zu gewinnen. Frei nach eurer Wahl. Und würde mich freuen, wenn ihr da einfach mal vorbeischaut. So, jetzt haben wir nämlich das Problem. Ich muss jetzt quasi da landen. Warte, war das da? Ich meine, da war das. Ich meine, da wäre das Boot. Weil das Problem ist, bei Lazy Lake. Obwohl, warte mal, da ist doch auch Lazy Lake. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Zählt das noch als Lazy Lake? Wenn wir unterhalb von Lazy Lake landen, weil hier oben werden viele landen, aber hier unten ist doch, meine ich, auch eins. Warte, ich gucke jetzt mal danach. Ich meine, da unten war auch eins. Ansonsten fliegen wir einfach mal kurz über Lazy Lake drüber. Ich gucke mal, ob das andere Boot da ist. Das wird natürlich echt nicht einfach, die Aufgabe. Das Boot ist da. Frage ist halt nur, ist nicht irgendeiner schneller als ich? Und die Frage, ich gehe jetzt echt auf Nummer sicher. Und fahre quasi so halb durch Lazy Lake durch. So. Das wird ja wohl reichen. Und jetzt ab zu Slurpee. Slurpee markieren, zack. Aber eigentlich ist ja klar, wo. Oh Gott, so dürfen wir natürlich überhaupt nicht fahren. Bester Bootfahrer in West, man kennt ihn. Kurz mal U-Boot gespielt. Ah, da ist schon meine Sniper, wenn ich eine brauche. Weil die alten Hasen unter euch wissen ja, ich muss meine Sniper-Aufgabe machen. Da komm schon, gib Gas. Ich will wissen, ob es zählt oder nicht. War da eine 1 oder eine 2? Ach, scheiße, ich weiß es jetzt nicht. Wenn wir nämlich wirklich komplett in Lazy Lake müssen mit dem Boot, ey, das wäre richtig assi. Ich war ja schon in Lazy Lake jetzt, nur weil ich nicht hinter der Mauer da war. Ich hoffe, das ist nicht die Grundstücksgrenze oder so. Ah, ich weiß, ich bin hier gerade wie so ein Geistesgestörter am Durchdrücken. Nein. Das zählt, aber oh, jetzt kann ich wieder zu Lazy Lake zurück. Das war es natürlich komplett an der Stelle. Mann, ist das denn ihr Ernst hier? Aber ihr habt schon gesehen, das also nicht machen. Weil aus meinen Fehlern könnt ihr auch lernen. Nicht durch Lazy Lake. Es wird nur dran vorbei. Aber komischerweise bei Slurpee hat es gezählt, wo ich dran vorbei bin. Das muss mir auch immer einer erklären, ey. Hoffe ich halt nur nicht, dass hier irgendein Dulli noch rumrennt. Oh Gott, ich fährst du hier das ganze Video nur im Boot rum. Ist ja schlimmer als die Time Mission. Das Schlimme ist halt, dass mein Boot irgendwann natürlich auch kaputt ist. Also angeschossen werden darf ich definitiv nicht. Weil ich glaube, wie viel Schaden macht das nochmal? 19, ne? Aus Distanz. Voll ist ja nicht so, als wäre ich hier schon mal gewesen. Lol. Ich fahre hier vorne los und jetzt zählt es. Ja, das ist ja mal der Super-GAU. Jetzt gehe ich mir gerade mal schnell noch meine Sniper holen. Ja, das war mir klar. Ja, du freust dich, gell? Du denkst ja auch Easy Kill, den hole ich mir. Nein, hol nicht meine Sniper.
Nein, 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 nein. Ach, Glück gehabt. Zwar nur ein Schuss, aber ein Schuss ist ein Schuss. So, nochmal schöne Waffe gefarmt. Zählt ja alles für die Aufgabe. So, da hinten haben wir noch einen Schwarm. Und wie gesagt, ich hoffe, ich konnte dir damit helfen. Du hast ja jetzt gesehen, was man machen muss. Also ganz simpel ist es dann doch nicht. Komm. Ja, das war es natürlich komplett. Ja, ja. Ja, wo ist dein Aim? Wo ist dein Aim? Wo ist dein Aim? Lol. Ja, ich hol meine Brüder. Ich meine, ich könnte ja auch einen Fisch nehmen, gell? Aber es wäre zu einfach. Lol, wird der da oben behandelt, ey. Haben wir noch einen Schwaben? Weil dann hol ich mir gerade hier die Fische noch mit. Halt wirklich versuchen, mal langsam die Waffen aus den Schwärmen rauszuziehen, bevor ich da wieder die Aufgabe als letztes übrig habe und darf dann gefühlt 60 Runden nur angeln. Hat eigentlich irgendeiner von euch schon die Aufgabe komplett fertig? Also, ja, das war's komplett, weil ich keine Metz hatte. Die Metz sind schuld, ihr wisst ja. Nicht ich war zu schlecht, sondern die Metz. So, dann bleiben wir doch mal ein bisschen Lazy Lake, mal ein bisschen Munition holen. Ach, da oben war eine schöne Pump. Ja, die Harpune, den Schaden müssen wir auch noch machen. Diese Lex, ich verstehe es einfach nicht. Vor allem, ich habe echt kein schlechtes Internet. Ich habe einen guten Ping, ich habe keine Ahnung, woran es liegt. So, ich hab eh keine. Kann ich hier mal Sniper-Munition bekommen? Das wäre echt mal ein feiner Schachzug. Diese Legs, ey, das ist echt lange, das ist nicht mehr lustig, ey. Echt nicht. Dann komme ich mir sogar ein bisschen verarscht vor. Jetzt hat er sich da oben sogar schon die Waffe geholt. Ach, ich habe ja keine Munition. Ah, meinen Kill habe ich trotzdem noch bekommen. Man kennt ihn. Aber ich habe halt keine Sniper-Munition. Was bringt die Sniper, wenn ich keine Munition habe? Finde. Hm, wow, ich habe Stein. Kann man nicht doch Steine in die Sniper reinwerfen? Guck mal, was für Drops! Da muss ich echt sagen, die Probleme hatte ich damals auf der PlayStation definitiv nicht. Natürlich, er hat nur ein HP. Ein HP hat er noch. Lol. Er ist einfach tot und sagt nichts. Sniper, Sniper. So, jetzt brauche ich bitte zwei einfache Kills. Das ist immer dann. Lol, war das lost. Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Ja, da haben wir schon den ersten Kill. Und wie soll ich denn hier mal auf irgendeinen schießen, ey?
Oh, den hätte ich safe gehabt. Dann haben wir halt den. Guck mal, da steht immer Ziel erfüllt, 800.000 EP. Wäre schön, wenn ich jedes Mal bekäme. Auch irgendwie voll der Anzeigenfehler. Aber da habe ich meine Scharfschützenmedaille. Zack. So einfach ist Snipen. Snipen ist doch gar nicht schwer. Wo ist denn das Problem? Man muss einfach nur tiefenentspannt bleiben. Warte, jetzt geht er da links rum. Achtung. Ja, doch nicht. So, damit würde ich aber sagen, war es das auch schon wieder. Und ihr denkt dran, danke schon mal auf jeden Fall für den Support, wer jetzt noch dabei war. Und in dem Sinne, haut rein. Und gleich geht's weiter mit der nächsten Aufgabe.